Die größte Überraschung des Salzburger Wahlabends war wohl der unerwartet große Erfolg der KPÖ. 4 Landtagsmandate, 11,7% aller Stimmen und in der Stadt Salzburg mit 21,5% sogar auf Platz 2 hinter der ÖVP. Die KPÖ hat nach ihrem Erfolg bei der Salzburger Landtagswahl heuer Anspruch auf rund 500.000 Euro Parteienförderung. Um rund 300.000 Euro mehr erhalten wird nach der Wahl auch die FPÖ, während die ÖVP gut 150.000 Euro verlieren dürfte. Junge Politiker sorgen derzeit in Österreich für Furore. Denn wir erinnern uns, auch Platz 2 in Wien und Platz 3 bundesweit gab es damals bei der Bundespräsidentschaftswahl im Oktober für Bierparteichef Dominik Vlasny. Ist in Österreich überhaupt Platz für eine neue linke Gruppierung wie die Partei Die Linke in Deutschland? Die Experten beantworten diese Frage eindeutig mit Ja. Politikberater Thomas Hofer ist überzeugt, dass es bei der kommenden Nationalratswahl Überlegungen in diese Richtung geben werde und eine neue Bewegung gute Chancen hätte, ins Parlament einzuziehen. Vlasny und Dankl holen Stimmen nicht nur von der SPÖ und den Grünen.